Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir mal ausnahmsweise einen Zuschauerwunsch. Und zwar von meinem guten Freund, den Retro Joe. Der hat sich Silver Surfer auf dem NES gewünscht. Und ja, ich habe schon einiges Fieses darüber gehört. Ich glaube, der Angry Video Game Nerd hatte auch schon ein Video davon. Und der Retro Joe hatte mal einen Kurztest dazu gemacht. Den verlinke ich euch unten natürlich wie immer. Wie immer, wenn ihr auch einen Wunsch habt, ob 8 oder 16 Bit, einfach in die Kommentare. Ich schreibe mir das alles auf meine Liste auf und versuche das so nach und nach abzuarbeiten. Ja, ist das erste NES-Spiel, was ich in dieser Serie, glaube ich, habe, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich habe so ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt, weil das Spiel soll einfach nur Bock schwer sein. Ich habe mir natürlich den Test vom Joe kurz angeschaut vorher. Ja, ich habe Angst, aber genug der langen Vorrede, lasst uns einsteigen auf jeden Fall. Galactus, why have you summoned me? Ich bin ja bei Superhelden nicht ganz so firm, aber ich glaube, das ist Marvel Superheld oder DC. Ich kenne mich da immer nicht so ganz aus. Die Story ist, ich denke mal, ist sowieso vergessbar wie immer halt, ne? Ja, die erste Stage, wie bei Mega Man, suchen wir uns jetzt aus. Ich gehe jetzt mal nach der Optik. Ja, hier, grün und Bart, da kann ich viel schief laufen. Das ist auch ein typisch NES-Soundeffekt, oder? Ja, schauen wir mal. Emperor, bla. Oh. Okay. Ist ein Schmopp. Ich verschieße hier sowas. Das ging schnell. Gucken wir mal. So. Piu, 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 piu. Ah. Der hat mich doch gar nicht berührt, oder? Ich war doch neben der Rakete. Das habe ich nicht aufgepasst. Okay. Das war jetzt meine Schuld. Ach, der Scheiße. Ich bin nicht gut in Shoot'em-Ups, klar. Aber vor allem guckt mal, was für ein großes Sprite man ist. Was für eine große Trefferfläche man hat. Wie hätte ich denn da jetzt vorbeikommen sollen? Quasi, da kam jetzt eine Rakete von links, eine von rechts. Und dieser Abstand dazwischen, der war kleiner als ich. Scheiße. Ich glaube, so schlecht war ich noch keinem Spiel zu starten. Boah. Okay, die Raketen kann ich abschießen. Probieren wir mal ein anderes Level. Vielleicht bin ich da besser. Oh nee, ich wollte doch... Ich wollte doch eigentlich nicht continue ein neues Level. Aber man macht auch nicht wirklich viel Schaden, glaube ich, oder? Mal gucken, so, hier. Zack. Hat das ein F für fick dich? Fuck you? Ich meine, sieht der Todesscreen relativ gut aus. Ey, wie kann man... Noch als Kind, wenn man da eben nicht so geschult ist. Da fehlt einem gleich so viel Scheiße. Komm, irgendwie. Ich musste doch da nach vorne. Komm. Also heute ist wirklich quälen angesagt, aber ordentlich. Halleluja, ey. Ey. Welche Tester haben denn das abgenommen? Hä? So. Oh. Da war ich ja meist neben der Rakete. Das habe ich jetzt gesehen. Das ist unfair. Unfair.
Also ich werde auf jeden Fall, glaube ich, nicht so ausdauernd mit dem Spiel sein. Ha! Junge. Stellt euch mal vor, ihr habt euch das Spiel damals zu Weihnachten gewünscht, weil ihr irgendwie so Fan dieser Comic-Vorlage seid. Und dann voller Vorfreude. Macht euer NES auf, legt dieses Spiel rein und dann kommt sowas. Da muss man schon sehr ausdauernd sein, um sich da durchzuquälen. Ich muss mal online gucken, ob es da irgendein Longplay zu gibt. Hier, der sieht nicht ganz so schwer aus, der Prozessor. Gucken wir mal. Ah, Side-Scrolling Stage. Also festes Muster, wie die Dinger sich bewegen, haben die auch nicht, oder? Bitte schreibt in die Kommentare, es liegt nicht nur daran, dass ich in Shoot'em'ups nicht gut bin, dass es auch am Spiel liegt. Das Level ist ja noch schlimmer. Ein S für Shit. Boah, guckt euch mal, wie schnell die sich bewegen. Und das Sprite ist einfach viel zu groß von einem selbst, weil es ist nicht wie ein kleines Raumschiff oder so. Wobei die Musik ich jetzt auch so langsam nicht mehr hören kann. Guckt euch mal, wie schnell die sind, ey. Hä? Ich treff die doch. Warum gehen die nicht kaputt? Was hat mich da getroffen? Da habe ich nichts gesehen. Ich glaube, so schlecht war ich noch in keinem Spiel, oder? Ha! Ja, komm. Noch ein anderes Level. Ja, hier. Keine Ahnung. Sind das jetzt alles irgendwie Fieslinge des Universums oder... Aha, durch ein Schloss mit Geistern, die nicht tot gehen, aber quasi dieselben Bewegungsmuster haben. Ist auch geil, dass man jetzt durch ein Schloss fliegt, oder? Das könnte hier fast ein Castlevania-Level sein. Okay, die Grafik ist nicht ganz so gut. Den habe ich jetzt aber nicht gesehen. Der kam jetzt überraschend von unten. Das ist nicht gut. Und das Schlimmste ist, man kann doch niemals auf den Feuerknopf gedrückt halten. Man muss ständig den Knopf drücken. Sowas mag ich ja auch immer nicht. Weil das ist so überflüssig, flüssiges Gegängle irgendwie. Ich wollte jetzt einfach mal probieren, ob ich den Gegnern vielleicht ausweichen kann und dadurch irgendwie weiterkomme. Alter, ey. Ich glaube, lieber Joe, ich weiß, warum du nur so einen Kurztest dazu gemacht hast. Weil du bist wahrscheinlich in den Level nicht viel weiter gekommen als ich und hattest nicht so viel Videoaufnahmen zur Verfügung. Meine Fresse, ey. Ich kann diese Musik jetzt auch nicht mehr hören. Ganz ehrlich. Sie ist nicht schlecht, aber... Oh, wieso gehen die nicht so schnell tot? Bei A-Type oder sowas. So eins, maximal zwei Schüsse und sie sind tot. Komm. Boah. Ich hätte mir ein Whisky hierfür holen sollen. Alter Falter, ey. Okay. Ich versuche noch ein Level. Ein Level. Und dann habe ich sowas von keinen Bock mehr. Tut mir leid, wenn ich jetzt nicht alle Level anspiele, aber man sieht eh nicht viel davon.
Alter, ey, meine Fresse, was für ein Superheld soll das denn sein? Hier, nehmen wir mal ihn hier. Der Fire Lord, sagen wir viel Feuer. Okay, ist wieder aus der Perspektive. Warum bin ich da gestorben? Das war doch Hintergrund. Also ich kann da nicht nach links fliegen, aber die Gegner sind viel zu viele. Das ist doch nicht ersichtlich für mich, dass ich da nicht drüber fliegen kann. Junge. Also muss ich wahrscheinlich auf diesem Fluss hier bleiben. Guck mal, wie eng das hier ist. Das zahle ich dir heim, Joe. Das zahle ich dir heim. Junge. Aber ich hoffe, es war unterhaltsam für euch. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.